Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. In einem Bohrturm müssen sehr schwere Lasten auf und ab bewegt werden. Und deswegen hängt im Turm ein Flaschenzughebewerk. Dieses Flaschenzughebewerk muss nicht nur die hunderte Tonnen schweren Bohrgestänge auf und ab bewegen, sondern daran hängt auch der Top-Drive, der Antriebsmotor für die Drehbewegung des Bohrstranges und der schwere Kloben. Wir sehen das hier, dass da schwere Lasten auf und ab bewegt werden. Und das Seil hat dabei eine ganze Menge Arbeit zu verrichten. Und nicht nur das, ich habe hier mal so ein Stück Seil mitgebracht. So ein Seil ist nicht etwa schlabberig, wie wir uns das vorstellen, sondern mehr oder weniger eine massive Eisenstange. Und die findet es auch nicht besonders gut, dass die ständig über diese vielen Umlenkrollen des Flaschenzugs bewegt wird und auf das Hebewerk auf- und abgespult wird. Und deswegen muss man aufpassen, dass das Seil nicht irgendwann mal kaputt geht. Es ist ganz selbstverständlich, dass man das Seil auswechseln muss, wenn irgendwelche sichtbaren Schäden an dem Seil zu erkennen sind. Das ist klar. Aber auch sonst muss das Seil ab und zu ausgewechselt werden, allein als Vorsichtsmaßnahme. Und als Maß dafür, wann so ein Seil ausgewechselt werden muss, benutzt man die Seilarbeit. Die Formel sehen wir hier auf dieser Folie. Die Seilarbeit besteht darin, dass man die Kraft, die am Seil zieht, mit dem Weg multipliziert, den das Seil zurücklegt. Und das können durchaus schnell mal viele Kilometer sein, denn das Hebewerk spult ja viel Seil auf und ab. Und deswegen wird die Seilarbeit auch in der Einheit Tonnenkilometer gemessen. Also die Tonnen, die an dem Seil ziehen, multipliziert mit den Kilometern, die das Seil zurücklegt. Ja, und wie kann man dieses Seil nur auswechseln, wenn es soweit ist? Hier auf diesem Bild sieht man nochmal eine etwas vereinfachte Darstellung. Und man sieht, dass das Totseilende fest an der Struktur des Bohrturms befestigt ist, bewegt sich also gar nicht. Und am hebewerksseitigen Ende haben wir das Zugseil, was eben den größten Weg zurücklegt. Die Kraft, die das Seil entlang der ganzen Strecke erfährt, ist überall gleich groß. Aber wie gesagt, ist der Weg überall anders. Und deswegen verschleißt das Seil am zugseitigen Ende im Prinzip am meisten. Und deswegen muss auch überwiegend das Zugseilende ab und zu ausgewechselt werden. Und die Ingenieure haben sich dazu einen ganz guten Trick ausgedacht. Wir sehen hier auf diesem Bild, dass das Totseil nicht etwa einfach so endet, sondern es ist nur an einem Totseilanker befestigt, also fixiert, aber dahinter geht das Seil weiter zu einer Reservetrommel. Und auf dieser Reservetrommel ist frisches Seil. Und wenn man jetzt das Seil im Turm auswechseln will, dann geht man wie folgt vor. Ich habe hier nochmal eine etwas vereinfachte Darstellung, auf der man das alles besser erkennen kann. Und zusätzlich eine kleine Animation, die wir vorbereitet haben. Es wird also jetzt so vorgegangen, dass man zunächst mal den schweren Kloben auf die Arbeitsbühne runterfährt, damit niemand verletzt werden kann. Dann öffnet man den Totseilanker, damit sich das Seil am Totseilende frei bewegen kann. Und dann spult man das verbrauchte Seil auf der Hebewerkstrommel auf, während von der Reservetrommel frisches Seil langsam aber sicher über den gesamten Flaschenzug nachläuft. Und wenn genug frisches Seil auf dem Flaschenzug drauf ist, dann wird der Hebewerksanker wieder fixiert und der Kloben angehoben. Und nun kann man wieder mit einem frischen Seil im Turm weiterbohren. Dieses und viele andere Dinge, die mit dem Flaschenzughebewerk zu tun haben, erklären wir euch ganz genau in unserer Vorlesung Maschinen und Einrichtungen der Bohrtechnik. Wir würden uns freuen, uns dabei hier in Freiberg wiederzusehen. Tschüss und Glück auf!